Guten Tag. Ich bin Harald Wallach, Professor an der Medizinischen Universität in Poznan und Gastprofessor an der Psychologie der Universität Wittenherdecke. Letztes Jahr erschien eine Studie im British Medical Journal, die mit dem Mythos aufgeräumt hat, das Ei sei schädlich. 30 Jahre lang haben wir das geglaubt, basierend auf sehr, sehr schlechten Daten und einer politischen Aktion gesteuert von ganz wenigen Matadoren, die der Überzeugung waren, das sei so. Heute sind wir in einer ähnlichen Situation. Wir glauben, das Coronavirus ist schädlich für die gesamte Menschheit und dass wir alle möglichen Maßnahmen ergreifen müssen, auch solche, die insgesamt schädlich sind, sowohl für die Demokratie als auch für unsere Gesundheit, wie zum Beispiel das dauernde Maskentragen. Wir werden vermutlich sehr bald merken, dass wir auch hier einem Mythos aufgesessen sind. Ähnlich wie beim Ei ist das Coronavirus gefährlich für manche, aber für die meisten nicht. Ähnlich wie beim Ei gibt es sehr, sehr schlechte Daten, die von manchen Leuten mit großer Werf vorgetragen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in nicht allzu langer Zeit bemerken werden, dass das ein großer Mythos ist. Und ich kenne viele Kollegen, die meiner Meinung sind, aber nicht diese Meinung laut aussprechen oder vortragen, weil sie Konsequenzen befürchten oder weil sie von der Leitung der Universität oder von anderen Kollegen schräg angesehen werden. Daher ist es sehr, sehr wichtig, dass diejenigen, die das tun, es immer wieder tun, laut sagen, wir haben es hier mit einer Situation zu tun, die zwar durchaus bedeutsam, aber nicht eine Epidemie von nationaler Tragweite ist. Herr Maas hat gesagt, es sei eine Angststörung von nationaler Tragweite und das halte ich für eine sehr, sehr kluge Beschreibung.